Meine Nöte und Ängste steigerten sich bis zur Todesqual. Und dies dauerte, bis ich mich 1952 entschloss, den langen, steinigen Weg unter die Füße zu nehmen und Künstler zu werden. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Geburt Interlaken. Mitglied der SS in Hitlerdeutschland. Nach Kriegsende Ausreise in die USA und Eintritt in die CIA. Heute US-Spion in Kuba. Es war das Labyrinth der Liebe, das mich nach Kuba führte. Es war der Wille zur Freiheit, der Glaube an eine gerechte Welt, den ich an den kubanischen Menschen so sehr spürte und schätzte. Él era amigo de las autoridades más importantes de la política de Cuba. ...1957 erlebte ich die Anfänge der kubanischen Revolution. Übrig geblieben sind wunderbare Erinnerungen und einige Fotografien. Später habe ich das Sein der Dinge mit meinen Pinseln festgehalten. Sei es in Manhattan, Barcelona oder Japan. Das Gemälde dieses Supermarktes in Tokio zum Beispiel zeigt wunderbar, dass die Japaner den Gebrauchsgegenständen unserer westlichen Welt eine Ästhetik aufprägen, welche die direkte Verlängerung einer allerfeinsten jahrhundertealten Tradition darstellt. Es sind die Reflexionen des Lichts, die uns sehen lassen, die uns erkennen lassen, dass es eine wunderbare Welt ist, in der wir leben. Eine Welt, zu der wir Sorge tragen müssen. Eine Welt, die so viel größer ist, als wir je begreifen können. Ich habe mich selber ein Leben lang als Reisender wahrgenommen, unterwegs auf der Suche und habe dabei mit jeder Faser gelebt, mit jedem Pinselstrich, mit jedem Tag, mit jedem Jahr. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein.